Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Final Fantasy 7, wieder beim Bosskampf. Und ja, ich muss euch jetzt was sagen. Und zwar denkt ihr jetzt wahrscheinlich, hab meine Zeit geopfert, um Wecker zu holen. Nein, hab ihn leider nicht. Und soll ich euch sagen, warum? Ich bin ja ehrlich mit euch. Warum habe ich das nicht gemacht? Ich habe da einfach keinen Nerv zu. Ich weiß. Keine Sorge, ich verspreche euch was. Passt auf. Sollten wir. Hoch, nein. Oh, jetzt habe ich den da oben angegriffen. Sollten wir den Boss heute nicht schaffen. Werde ich mir mal richtig in den Arsch treten. Und werde Wecker holen. Ich werde mir richtig hart in den Arsch treten. Und werde das auch so machen, dass ich euch jetzt schon verspreche, dass wir im nächsten Part den Boss schaffen werden. Und das ist keine leere Versprechung, sondern ich werde es nämlich so machen. Ich werde Wecker holen gehen und werde dann so oft den Kack-Boss machen, bis ich ihn besiegt habe und das aufnehmen. Das heißt, wir fangen einfach nicht im nächsten Part einfach an, so von wegen, hey, yo, wir machen jetzt einfach nochmal den Boss, sondern ich zeige euch, wie ich den Boss besiegt habe. Okay. Ich sollte vielleicht nochmal Cloud heilen. Cloud hat nämlich gar nicht mehr so viel Leben. So, jetzt merken wir, greifen den in der Mitte an. Okay. So, Heilung 2 kurz, damit der Cloud mal wieder ein bisschen... ob ich was bekommt. Greift einfach zweimal an, ne? Das geht so auf den Piss. Das geht wirklich dermaßen auf den Piss. Okay, weil das einzige Problem ist, was nicht passieren darf in der letzten Phase, dass einer stirbt. Das darf in der letzten Phase nicht passieren. Wenn das in der letzten Phase nicht klaut, ist das dann scheiß Ernst. Wenn das in der letzten Phase nicht passiert, dann möchte ich behaupten, schaffen wir das. Weil sobald einer tot ist, wird er zwei gleichzeitig zum Schlafen bringen können. Bei drei wird er das nicht schaffen. Deshalb darf keiner sterben. Okay. Und das probiere ich heute. Mir aus, verwirr uns. Sogar daneben. Nice. Das ist natürlich sehr bitter, mein Freund. Boah, er macht's einfach immer zweimal. Ich habe mich mal auch übrigens durchgelesen, von wegen Schleife. Die habe ich ja beim letzten Mal noch ausgerüstet. Die Schleife habe ich wieder abgerüstet. Einfach aus dem Grund. Und zwar habe ich gelesen, dass Schleifen bei diesem Kampf keinen Effekt haben. Ich weiß, ist unfair. Ist es auch, aber okay. Vielleicht dachten die sich, dann ist der Boss ja zu einfach. Jetzt mal ohne Mist, den Boss kann man nicht zu einfach machen. Der Boss ist hart. Alter, der Boss ist richtig hart. So einfach ist ja was anderes. So, wie sieht's denn jetzt aus? So langsam könnt ihr aber mal sterben. Möchte ich mal behaupten. Ja, tut er auch. Ich muss jetzt ganz schnell muss ich jetzt mit Barrett heilen. Und sofort. Ich habe jetzt, ihr seht selbst, dass ich Red und Cloud volle MP gegeben habe. Damit beide jetzt voll drauf gehen können. Und Barrett wird heilen. So sieht der Plan aus. So, Komet 2400. Nice.
Ich wollte gerade schon sagen, er wird ihn wahrscheinlich jetzt stumm machen. Ist mir aber... Oh, er hat sogar gemisst. Aber er macht jetzt langsam auf dem Red. Oh, er misst auch da. Okay. Wird er immer besser. Kann ich ja nochmal Code Mate machen. Und er mal der Solima. So, das heißt, er hat schon mal 6000 Lebenspunkte weg. Von 30.000. Das heißt noch 24. So, Cloud ist schon mal stumm. War jetzt klar, das ist klar, das ist mir sehr bewusst, dass er alle stumpf. Oh, er misst wieder. So. Er macht jetzt erstmal Regen. Weil Regen wird uns erstmal alle hochhelfen. Okay. Du greifst bitte normal an. So, und mit Barret werde ich jetzt immer nur heilen, gefühlt. Solange der nicht am Schlafen ist. So, wir sind wieder voll. Oh nein, jetzt macht der Kombo auf den Cloud. Aber dadurch, dass ich halt Regen aktiviert habe... Oh, Cloud ist sogar nicht eingeschlafen. Er ist nicht eingeschlafen. Okay. Das ist neu. Oh, jetzt muss ich aber langsam aufpassen. Cloud darf nämlich nicht sterben. Cloud ist immer noch nicht eingeschlafen. Okay. Alter, Cloud. Ich will ja nichts sagen, aber du bist gerade extrem gut. Oh. Hör auf, hör auf. Okay, jetzt schläft Cloud. Jetzt schläft Cloud. Aber irgendwann müsste Red wieder aufwachen, jetzt langsam mal. Es war mir klar, dass er das jetzt macht. Er wird jetzt schlafen, genau. Okay. Red, wach bitte wieder auf. Oh, hat er. Oh nein, ich hätte zaubern sollen. Oh nein. Oh nein, 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 nein. Kann mal bitte irgendeiner aufwachen von den drei? Ist mir egal wer. Er hat gemisst. Oh, bitte, irgendeiner muss aufwachen. Bitte. Ich flehe euch an. Ich flehe euch an. Regen, ganz dringend, ganz dringend Regen. Okay. Ganz dringend wiederbeleben. Ganz dringend. Stimmt.
Stimmt, Hoyo hat jetzt alle seine Fähigkeiten aufgebraucht. Nice. Aber seine Combo kann er natürlich immer noch machen. Oh, bitte Komet. Jawohl. Nein. Oh, jetzt schlafen wieder alle. Jetzt schlafen wieder alle. Nein, Wedge läuft nicht. Wedge läuft nicht. Wedge läuft nicht. Oh, vielleicht wäre es besser gewesen, X-Trank zu nehmen. Ja! Ja, Mann! Oh. 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 Leute, ich brauche noch keine Wecker. Alter, wie viele Erfahrungspunkte das gibt, ne? Wow, alle Level 51. Und Kraft. Und Kraft. Der Vater? Jedenfalls ist das Ende der Kanone. Okay. Shinra ist erledigt. Meteor schlägt ein. In ungefähr... noch 7 Tage. Das sagt Großvater jedenfalls. Also noch eine Woche. Red? Willst du alle in Cosmo Canyon wiedersehen? Ja. Du möchtest Marlene sehen, nicht wahr? Frag mich das nicht! Wir werden Sephiroth schlagen. Wenn wir dann die Kraft von Heilig nicht in 7 Tagen freisetzen, wird kein Planet mehr übrig sein, den wir zu beschützen können. Wenn wir Sephiroth nicht schlagen können, sind wir so gut wie tot. Wir sterben nur ein paar Tage früher als alle anderen, die durch den Meteor umkommen. Denk nicht an eine Niederlage, ehe du den Kampf aufgenommen hast! Nein. Ich wollte sagen, wofür kämpfen wir? Ich möchte, dass das allen klar ist. Rettet den Planeten, für die Zukunft des Planeten. Das hört sich sicherlich gut an. Aber ist es wirklich an dem? Bei mir geht es um eine persönliche Fehde. Ich will Sephiroth schlagen und meine Vergangenheit begraben. Die Rettung des Planeten ist da nur ein Teil davon. Ich habe immer geglaubt. Ich meine, wir alle kämpfen für uns selber. Für uns und für andere. Oder für Ziele. Was auch immer für uns wichtig ist. Dafür kämpfen wir. Deshalb schlagen wir weiter diese Schlacht für den Planeten. Du hast ja recht. Es klingt eben einfach cool. Es geht um die Rettung des Planeten. Aber ich war der Einzige, der diesen Makoreaktor hochgejagt hat. Wenn ich jetzt zurückblicke, weiß ich, dass es nicht der richtige Weg war. Viele Freunde und unschuldige Zuschauer litten darunter. Zunächst war es Rache gegen Shinra, für den Angriff auf meine Stadt. Aber jetzt... Ja, ich kämpfe für Marlene. Für Marlene, für Marlenes Zukunft. Ja, ich glaube, ich möchte den Planeten wegen Marlene retten. Dann besuche sie. Vergewissere dich und komm zurück. Alle verlassen das Schiff und jeder sucht seine persönlichen Gründe. Ich möchte, dass ihr euch sicher seid und dann könnt ihr zurückkommen. Vielleicht kommt keiner von uns zurück. Meteor wird uns alle sowieso töten. Hören wir doch mit dem Gerangel auf. Ich weiß, weshalb ich kämpfe. Ich kämpfe, um den Planeten zu retten und damit basta. Aber es gibt auch etwas ganz Persönliches,
eine ganz persönliche Erinnerung. Wie steht es bei euch? Ich möchte, dass jeder dieses ganz Persönliche in sich findet. Wenn es jemanden nicht findet, dann ist es auch in Ordnung. Man kann nicht ohne einen Grund kämpfen, nicht wahr? Ich nehme es niemandem übel, wenn er nicht zurückkommt. Was hast du vor, Tifa? Hast du es vergessen? Ich bin ganz allein. Ich kann nirgendwo hingehen. Alles hinweg. Ja, es gibt nichts und niemanden, wohin wir gehen könnten. Du hast recht. Aber ich bin mir sicher, dass sie eines Tages zurückkommen werden. Glaubst du das nicht auch? Hm, ich weiß nicht. Alle Menschen haben etwas Unersetzbares, an das sie nicht klammern. Aber dieses Mal ist unser Gegner... Aber das ist in Ordnung, selbst wenn niemand zurückkommt. Solange ich mit dir zusammen bin, solange du an meiner Seite bist, werde ich nicht aufgeben, auch wenn ich Angst habe. Tifa. Egal wie nah wir uns sind, wir waren vorher weit voneinander entfernt. Aber als wir uns im Lebensstrom befanden und von all dem Angstschreienden umgeben waren, dachte ich, ich könnte deine Stimme hören. Du kannst dich wahrscheinlich nicht mehr erinnern. Aber tief in meinem Herzen hörte ich dich meinen Namen rufen. Zumindest dachte ich das. Ja, damals habe ich dich auch rufen gehört. Du hast mich zurückgerufen aus dem Bewusstseinsstrom im Lebensstrom. Nun, ich habe es schließlich versprochen. Ich habe versprochen, dass ich dir helfen würde, sollte dir jemals etwas zustoßen. Cloud, glaubst du, die Sterne können uns hören? Glaubst du, sie können sehen, wie sehr wir für sie kämpfen? Ich weiß nicht, aber... Ganz egal, wir müssen alles tun, was in unserer Macht steht, und an uns selbst glauben. Das habe ich von dir gelernt, als ich im Lebensstrom war. Ja, genau. Hey, Tifa, Es gibt eine Menge Dinge, die ich mit dir besprechen möchte. Aber nun, da wir zusammen sind, weiß ich nicht, was ich eigentlich sagen wollte. Ich befürchte, es hat sich nichts geändert. Da möchte man fast lachen. Cloud, nicht nur durch Worte allein kann man Leute mitteilen, was man denkt. Tifa. Es dämmert schon bald. Entschuldige, habe ich dich aufgeweckt? Es dämmert schon fast tiefer. Guten Morgen, Cloud. Nennen wir es guten Morgen. Gib mir noch ein wenig Zeit, nur ein bisschen. Was habt ihr da eigentlich gemacht? Ich will es gar nicht wissen. Dieser Tag wird nie wieder zurückkommen. Lass mich diesen Moment auskosten. Okay. Dies ist wahrscheinlich das letzte Mal, dass wir zusammen sein können. Macht, was ihr wollt. Immer einen Tag vor Weltuntergang und da muss man nochmal rein. Cloud, macht hier nichts draus. Kennt man doch. Oh Mann. Oh, es ist Tag, Leute. Neuer Tag, neues Glück. Nur noch 6 Tage übrigens. Bis zum Meteoreinschlag.
Und die sitzen immer noch da. Wir gehen wohl besser. Aber ich... Okay, Tifa. Das hast du gestern selbst gesagt. Zumindest müssen wir nicht alleine gehen. Ja, das stimmt. Okay, los. Heißt das, es ist keiner zurückgekommen? Ja gut, die haben da gewartet, ne? Da ist keiner gekommen. Ja gut, dann bekämpfen wir halt zu zweit, Sephiroth. Ist ja okay. Machen wir gerne. Das Luftschiff ist etwas zu groß für nur uns zwei. Ja, es ist etwas einsam ohne die anderen. Mach dir keine Sorgen. Es wird okay sein. Ich werde genug Krach für alle machen. Außerdem bin ich der Pilot. Kein gemütliches Herumfliegen mehr wie vorher. Wir werden keine Zeit haben, uns einsam zu fühlen. Heißt das, du bist nur ein Bruchpilot? Hä? Es bewegt sich. Hey, ja, guck mal, wer wieder da ist. Barrett, Sid. Oh, oh. Ist das in Ordnung? Oh, Red. Red. Warum hast du es mir nicht gesagt? Aber du weißt, Sid. Hey, Red. Wenn du dich jetzt einmischst, weißt du nie, was sie sich später sagen. Hast du zugesehen? Okay. Alles klar. Okay. Ja gut. Ja, sieh einer an, der Shinra-Manager ist zurückgekommen. Entschuldige bitte, aber ich wollte mit der Hauptgruppe kommen, aber ich konnte nicht weg. So haben mich Leute in Midgar aufgenommen. Ich weiß, dass ich ein ausgestopfter Tierkörper habe, aber ich werde wirklich hart arbeiten. Ich schätze, das wären alle. Ich danke euch allen. Ja, wir sind zurückgekommen, aber bestimmt nicht wegen dir. Ach, halt die Fresse. Wir sind wegen Marlene zurückgekommen, Schätze. Es sind meine. Wie heißt's noch gleich? Gefühle oder so. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich glaube, das ist noch nicht mal seine Stimme. Ich habe aber irgendwas im Hals gerade so. Cool. Obwohl sie nicht hier ist, hat sie uns eine Chance verschafft. Wir müssen etwas tun. Aris, sie lächelte bis zum Schluss. Wir müssen etwas unternehmen, oder dieses Lächeln wird zu einfrieren. Lasst uns alle zusammen gehen. Das ist Aris' Wille. Sie hätte mittlerweile zum Planeten zurückkehren müssen. Etwas hat sie aufgehalten und jetzt sitzt sie hier fest. Wir müssen Aris' Wunsch wahr machen. Hatte sich jemand hier anders überlegt? Ich zähle auf dich, Sid. Ja, ja. Hier sind zwei Hebel, die mich seit einiger Zeit schon reizen. Lass mich mal versuchen. Also gut, hättest du ein paar aufbauende Worte für uns geklaut? Das ist unsere letzte Schlacht. Unser Ziel ist die Nordhöhle, unser Feind ist Sephiroth. Los, ausrücken.
Wir haben die Nordhöhle fast erreicht. Wir kommen, Sephiroth. Mann, dem werde ich es zeigen. Was ist los, Sid? Aha, eine unglaubliche Macht verliert ihre Kontrolle. Macht, dass ihr hier wegkommt, Idioten! Habt mich nicht klar ausgedrückt, ihr sollt verschwinden! Ja, Sir, dies ist unser Zuhause. Oh, hör auf! Zu überlegen zu tun! Also gut, ihr Witzbolde, haltet mich mit aller Macht fest. Zum Teufel! What the fuck? Was passiert denn da jetzt? Ende von CD 2! Ja klar, save mal! Ja Leute, nice! Das heißt, wir kommen jetzt auf die letzte CD. Ah, nice! So! Disk 3 bitte einlegen. Da sehen wir, Vincent vorne drauf, den haben wir ja leider schon in unserem Team. Aber gut. Leute! Im nächsten Part können wir CD3 starten. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Wenn es euch gefallen hat, schaltet im nächsten Part wieder ein. Würde mich sehr freuen. Und ich sage bis dahin. Tschüss!